will sie hin? Konstanze! Ja, Grelo? Die Vorräte werden knapp. Wie bitte? Wir müssen die Milch wieder verdünnen. Ihr habt genug. Wir wollen ja auch nicht, dass unsere kleinen Lieblinge dick werden. Schon gut. Ich kümmere mich darum. Milch verdünnen? Kann man denn wirklich so geizig sein? Oh oh. Sie hat mich, glaube ich, nicht gesehen. Nun geh schon, geh weg. Oh oh. Grelot ist wach. Und dann kann ich meinen Plan noch nicht vollstrecken. Nur einen Moment noch. Kurz in Deckung warten. Nun, ich könnte da aus der Tür fliehen. Na denn. Vielleicht haben die Kinder mich noch kurz gesehen, aber das kann mir egal sein. Die Kinder werden mich nicht verraten. Sie werden froh sein. Oh nein. Aber ich bin in eine Sackgasse gelaufen. Das ist sehr ungünstig gelaufen. Na, bleibt nichts. Ich muss durchs Haus nochmal durch. Wie denkt sie, ich habe das? Oh oh. Sie wird wissen, dass ich es war. Guten Tag. Wir müssen etwas gegen diese Vampirangriffe unternehmen. Meine Rede. Vampirangriffe? Ach du Scheiße. An den Vampirangriff, der mir zuteil wurde, möchte ich nicht zurückgehen. Ach du Scheiße. Oh. Gold im Ascherhaufen. Vampirmeister. Nee, eine solche Rüstung werde ich garantiert nicht tragen. Also während ich mein Werk vollstreckt habe, die Stadt von Vampiren angegriffen? Autsch. Oh Mann. Das kann doch nicht so schwer sein. Meine Fähigkeiten des Schlösserknackens lassen wieder nach. Denn es scheint keiner da zu sein. Na dann. Oh. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Was? Ich? Nein. Nein. Ich war das nicht. Ich war mir so sicher, dass die mich nicht sehen. Ja, ich ergebe mich. Bring mich ins Gefängnis. Ihr seid wohl doch klüger, als ihr aussieht. Ja, was soll ich denn machen? Ja, keine weißen Konzentration.
Was haben sie mir überhaupt gelassen? Objekte, Bekleidung. Ja, toll. Ich habe tatsächlich noch einen Dietrich. Könnte versuchen auszubrechen. Und dann? Ach, was soll's. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie mich wieder hier reinstecken. Kann ich immer noch hier absitzen. Okay. Keine Dietriche mehr. Und damit kann ich schlafen. Ich sollte tatsächlich besser aufpassen. Haben sie mir alles wiedergegeben? Ja, quatsch mich nicht voll, ihr habt mich eingesperrt. So. Aber immerhin kann so niemand... Im Tempel von Mara sind alle willkommen. Jawohl. Wie ärgerlich. Ich wäre reich gewesen, nur durch die paar. Und dort es hinten stand... euch kennenzulernen. Ich bin eine Priesterin des Tempels von Mara. Ja, danke. Mit Priestern habe ich sehr viel am Hut. Ungefähr gar nichts. Bienenstich. Bitte was? Ihr besitzt zwar Geld, habt davon aber nicht einen Septim mit ehrlicher Arbeit verdient. Das kann ich sehen. Mein Vermögen geht euch gar nichts an. Oh, das stimmt aber nicht. Geld ist mein Geschäft. Vielleicht hättet ihr gerne eine Kostprobe. Woran habt ihr gedacht? Ich habe einen Auftrag zu erledigen, brauche dabei aber Hilfe. Und in meiner Branche wird Hilfe gut bezahlt. Was muss ich tun? Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr stehlt Madesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Wenn ihr ihn habt, legt ihr ihn in Brandscheis Tasche, ohne dass er es bemerkt. Warum soll ich Branchay den Ring unterschieben? Jemanden, der ihn aus dem Geschäft drängen möchte. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ich bin den ganzen Tag über auf dem Marktplatz, von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Kommt vorbei, falls euch noch danach ist. Okay. Ich werde am Morgen auf dem Markt sein. Ihr kommt besser auch. Ist das so? Mit euch habe ich nichts zu schaffen, also geht mir aus dem Weg. Könnt ihr nicht an meinem Rüstungsstand auf dem Markt vorbeikommen? Oder wollt ihr unbedingt trainieren? Nun, in Gasthäusern kann man sich auch immer wieder gut umgucken. Eine leere Truhe. Teilweise vergessen nämlich Leute ihre Gegenstände in ihren Gasthäusern. Sehr zu meinem Vorteil natürlich. So. Sein bei ihm so leichten Schloss bricht mir jetzt schon der Dietrich ab. Na also, geht doch. Schnell die Tür wieder hinter mir schließen. Oh, ein wenig Gold. Ich verstehe nicht, warum das hier abgeschlossen... Oh, oh. Eine Truhe. Nein! Ich muss auf meinen Dietrich aufpassen. Ich habe nur noch zwei.
Na also. Es geht doch. Oh, ordentlich Gold. Na dann, damit will ich mich zufrieden geben. Mit euch habe ich nichts zu schaffen. Also ja, ist in Ordnung. Nun denn. Wie spät ist es? Es ist gleich 8 Uhr, okay. Aber natürlich, ich bin ja nichts als ein dreckiger Bettler. Warum solltet ihr schon mit mir reden? Ins Reich des Vergessens sollt ihr fahren. Ihr alle, ihr reichen Mistsäcke, die an uns vorübergeht und so tut, als existierten wir nicht. Ja, hier nehmt ein Goldstück. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Bis zum nächsten Mal. Mögen die Göttlichen euch segnen. Möge der Boden, über den euer Weg euch führt, erzittern. Nun, warum ich das getan habe, ist natürlich ganz einfach, weil ich... Da ist er. Weil ich glaube, dass es immer schlau ist, sich möglichst viele Freunde gerade in den Gassen zu machen. Ich bin bereit, fangen wir an. Gut, wartet, bis ich für Ablenkung sorge und zeigt mir dann, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Alles klar. Kommt alle her. Ich muss euch etwas Unglaubliches zeigen. Seht es euch an. Kommt alle her. Moment. Ich hab ein Problem. Kommt alle her. Ich muss dringend. Also, alles klar. Madisis Stand war hier. Oh nein, nochmal ein Schloss knacken. Nein! Oh, der letzte Dietrich. Jetzt muss es klappen. Also. Nein! Ach doch. Nein, ich muss ihn nochmal aufschließen. So geht das, so macht man das. So, mal Daisys Ring soll ich stehlen. Aber es gibt auch noch andere interessante Gegenstände hier. Und das Gold. Mondstein, keine Ahnung, kann ich nichts mit anfangen, aber... Den Edelstein nehme ich noch mit. Das war nur ein Missverständnis, aber dieser hier ist der echte Gegenstand. Meine Damen und Herren, Falmerblut-Elixier. Denkt nicht, kommt schon. Sprecht ihr von den Schneeelfen? Das einzig wahre. Mystische Wesen aus Legenden. Meister der Magie. Stellt euch die Kraft vor, die durch ihre Adern floss. So, jetzt muss ich doch mal... Sonstiges? Nein, ist es bei Bekleidung drin? Der Ring da. Und dieses Silberring. Achso, da. Ja, geben. So, ich muss jetzt zusehen, dass ich... einen anderen Weg laufen. Und ganz ruhig. Ich habe wohl die richtige Person für den Auftrag gewählt. Natürlich. Was ist da passiert? Wenn man bedenkt, wie es hier in letzter Zeit läuft, ist es schön, dass unser Plan ohne Probleme über die Bühne gegangen ist. Ist das der richtige Ort, um das zu machen? Ja, hat er mir schon gegeben.